Hi, willkommen zu einer neuen Folge Stranger of Paradise. Letztes Mal haben wir einen stinkenden Mobol verhauen und sind hier in Vulkan Kuruk reingegangen. Hier ist es ziemlich hot. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn ich in die Lava reinlaufe, kriege ich massiven Schaden, wie gerade gesehen. Aber die Gegner verrecken auch. So, ich muss, um zu der Tür zu... Wer war das? Irgendwie hier die Lava aufmachen. Ja, du kriegst die ganze Zeit Schaden. Das ist ganz gut eigentlich. Mann, die ganzen Viecher sind runtergekommen. Ja, okay. Gegner in die Lava werfen und dann die Lava die Arbeit für einen machen lassen. Das ist anscheinend eine gute Strategie. So, hier müssen wir einfach was finden, was die Lava quasi wieder erkalten lässt. We're safe for now. Na, bist du neidisch? Willst du auch Kloppe? Autsch! Bist du irre? Scheiß Miezekatze. So. Will noch jemand? Ja, den lasse ich in Ruhe. Da liegt doch was. Wie komme ich da ran? Hä? Wie komme ich denn da ran? Da muss doch irgendwie... Muss ich da drauf kommen? Okay. Ich gehe erstmal hier runter. Was ist das hier? Kann ich das zerhauen? Yo, das ist eine Mauer. Vielleicht komme ich so zu dem Punkt hin. Ja, hier ist eine Leiter. So, was haben wir hier? Die für die Aktivierung der dimensionalen Transfergeräts und die Kontrolle der Erinnerungsdaten nötigen Materialien wurden an Projektleiter geliefert. Diese Materialien wurden gemäß ihrer Gestalt und ihrer Herkunft Dunkelkristalle genannt. Erinnerungen und Gefühle erfordern erhebliche Datenmengen, um beim Teleport erfolgreich übermittelt zu werden, was die Übertragung deutlich erschwert. Um ungewollten Risiken vorzubeugen, wurden Funktionen zur sicheren Speicherung großen Datenmengen sowie zur Absorption freier Datenmenge installiert. Dunkelkristalle haben die Nebenwirkung, die physischen und magischen Kräfte ihrer Träger immens zu steigern. Die beobachtete Wirkung auf unsere fremden Teamleiter war besonders stark, weshalb ihm ein spezieller Dunkelkristall anvertraut wurde. So war es uns möglich, ihn mit einer nicht kategorisierbaren Kraft auszustatten, die sich nur als eine Art spirituelle Strahlung beschreiben lässt. Weitere Untersuchungen sind erforderlich. Alles klar. So, jetzt bin ich hier. Okay, ja, okay. Und können das hier einsammeln. Ein Helm der Tapferkeit. Ne, Moment, hier muss ich nicht lang. Ich muss hier oben lang. Irgendwo muss nämlich die Statue noch sein, die Lava kaputt macht. Wenn ich mir das hier so angucke, wird die wahrscheinlich hier sein.
Habe ich das ja eben richtig gesehen, dass das ein Hyhop ist? So, Hyhop ist kaputt. So, da haben wir... Oh, hoppala, falscher Knopf. Da haben wir noch ein Kistchen. Let's go. Ah! Okay, zum Glück ist der Stein kein Instant-Kill. Und da ist das Ding, was die Statue... die Lava kalt macht, meine ich. So, kaputt machen. It's all connected. The next time we need a breather. So, wo ist denn die Lava jetzt überall aus? Hier? Hier sind noch so kleine Flecken, aber ich komme durch, ne? Ja. Aua! Da kommt immer ein neues Gesocks raus. That was less than ideal. So, heilen wir uns mal. So what happens when we revive the fire crystal? I mean, we've been using fire without it. A real fire is much hotter than you remember. Really? So water will boil faster? Indeed. And not just that. Hotter fire gives off more energy. It's the cornerstone. Scheiße, der Stein hat mich erwischt. Ja, die machen zum Glück nicht viel Schaden. Und es dauert nicht mehr lange, dann ist mein Weißmagier auf Stufe 30. Okay, hier muss ich wahrscheinlich wieder so eine Statue finden, die Lava putt macht. Jawohl, da sind wir schon auf Stufe 30. Kann ich den eigentlich auch ohne Speicherpunkt ändern? Ja, dann nehmen wir mal Schwarzmagier. Muss ich bloß gerade meine Rüstung anpassen? Und... mich ein bisschen damit vertraut machen. Was kann ich als Schwarzmagier? Eis, Blitzra, Eisra, Vaska, Bebega, Eora, Flair. Warum kostet das denn nur? Das kostet alles nur eins. Ich lasse das mal auf Flair eingestellt, weil Flair ein neutraler Zauber ist. Oder eigentlich kann ich Vaska machen, ne? Wir sind hier in einem Feuergebiet. Bam. Wenn ich normal mache, mache ich Wasser, okay. Gucken wir mal, weh tut dir das? Geht so. Und so einen Kombo-Angriff hat der Schwarzmagier auch. Sehr schön.
So, von da bin ich gekommen, ne? Da ist was drin. Dunkle Beinschienen. Da oben ist so ein Schlangenkopf. Wie komme ich zu denen hin? Bin gerade ein bisschen... Hier habe ich was verliegen gelassen, ne? Von da bin ich ja gekommen. Ne? Ja, da ist der Speicherpunkt, ja. Okay, ja, ich muss irgendwie da oben zu den Schlangenkopf hinkommen. Zu denen da. Da komme ich auch irgendwie oben bestimmt hin. Vielleicht sogar von hier. Ja. Okay, das ist eine Erinnerung. Also, dann muss ich hier runter und hier ist nichts. Müssen wir hier weiter, ne? This heat. It actually feels all right. Yeah. Ah, okay, wir kommen anscheinend Richtung Schlangenkopf. I'm melting over here. Oh, hier ist Gift, da muss ich schnell durch. Aua! Uiuiuiui. Ja, als Schwarzmagier werde ich wahrscheinlich nicht viel HP haben. Muss ja einen kleinen Nachteil für die Zauber geben, die man kann. Kann ich mal gerade gucken, wie viel Leben habe ich denn? 1400 oder 1500. Okay, das ist ein Stufe 1 Job. Wie viel hätte ich als Paladin? 2,2. Und als Weißmagier? 1800. Ja, okay. Okay, der Weißmagier ist allerdings total aufgewertet, ne? Also, ich bin mit Schwarzmagier noch am Anfang. Der könnte vielleicht dann auch so auf 1800 gehen. Okay, hier ist die Schlange. Ja, überall ist jetzt die Lava. Ne, da ist die Lava noch da. Hier ist sie ausgegangen, ne? Das war ja der Weg, den ich eben gegangen bin. Ja. Das heißt, ich muss wahrscheinlich da lang. Ach, hier ist wieder so ein Türchen. Okay, der ist resistent gegen Wasser. Dann drehen wir mal die Spur um. Mann! Wenn ich die Attacke aufladen muss, dann finde ich das natürlich nicht so geil. Wind, finde ich, ist ein geiler Zauber. Ja, jetzt weiß ich, warum Wasser resistent ist. Hier, friss das! Mach das Pferd platt! Da ist ja noch einer. Ne?
Yay, Dragoner Stufe 27. So, und wir haben Zugang. We survived. At least we have time to take a breather. Ich finde die Schwarzmagierklasse gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Weißmagier fand ich jetzt auch nicht übel. Also dieser Magier, die Kombination aus den beiden darstellt, der wird mir gleich gefallen. So, erstmal Jobmenü, Schwarzmagier. Ich habe 9 Punkte. Was haben wir hier? Verlängert die Weihungsdauer. Das hört sich nicht schlecht an. Erhöht die Schwarzmagie-Affinität. Das ist immer gut. Verlängert die Weihungsdauer. Was ist das hier? Irgendein Angriff. Ja, den nehmen wir mal rein. Und da können wir noch was. Erhöht die Schwarzmagie. Was haben wir hier? Erhöht den zugefügten nicht-elementaren Willensschaden. Erhöht den zugefügten. So, dann auf jeden Fall den Weißmagier noch zu Ende leveln. Und da können wir bestimmt auch was reinstecken. 3 Punkte habe ich. Das braucht 2, das braucht 2, das braucht... Okay. Ich bin sehr gespannt auf den... Also der Pikenee, der sagt mir halt überhaupt nicht zu. Aber auf den Dragoon bin ich dann gespannt. Vielleicht wird der dann besser. Just down there not long ago. Yeah. Ja, das ist richtig. We're making progress. Das hast du fein erkannt, Jack. Das ist ja gut, dass wir Fortschritte machen. Da oben noch einer? Ah, okay. Ich kann ja mal wieder auf Wasra stellen. Gegen das Pferd war das zwar nicht so effektiv, aber das wird ja wohl hoffentlich nicht oft auf. Oh, hier ist eine versteckte Wand. So, da muss ich wieder Lava wegmachen, damit ich da hinkomme. Als ob er wusste, wohin ich gehe. Das ist ein etwas größerer. Ich bin umgekippt. Ja, ich habe ein bisschen zu viel mit der Schwarzmagie rumgespielt. Wurde gleich gepunished dafür. Ne, Moment. Ne, ist doch richtig. Ich dachte, ich laufe in die verkehrte Richtung. Einfach, er macht einfach Wasserzaubern, ja. Da hätte ich einfach bei bleiben sollen. Nicht in dem Menü da rumkaspern, sondern einfach zaubern. So. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt... Ja, das Ding, das müssen wir ausschalten. Dann komme ich auch an die Kiste da wahrscheinlich ran. Da oben ist auch noch eine Kiste. Ha!
weiß nicht genau, wer den Tornado ausgelöst hat. Dafür habe ich ein bisschen Angst. So, okay, da haben wir eine Leiter nach unten. Kommen wir hier irgendwo hin? Naja, anscheinend. Und wie komme ich da hin? Da ist ein Gang. Also, ich schätze mal hier runter. Und nu? Bleibt linear, ne? Ah ja. Ich weiß, glaube ich, wie ich zur Kiste komme. Hier ist eine versteckte Wand. In das Feuer von der Tante darf ich natürlich nicht reinlaufen. Das ist sehr kontraproduktiv. Oh nein, ein Tomberry. Ein Tomberry. Fledermaus nervt gerade nicht. Genau, mal kurz einen Prozess mit ihm. Die Todesambulation war irgendwie geil. Ja, Sophia zeigt mir, was man mit den Schwarzmagier alles machen kann. Wo der dann broken wird. This looks good. Can I use it? Das gefällt mir auf jeden Fall. Der Tomberry hatte keine Schnitte gegen die Zauber. Treasure, huh? So, die Position ist eigentlich auch gar nicht schlecht, um einen Überblick zu verschaffen. Ja, wir gehen wahrscheinlich da jetzt rechts rum und kommen zu den Lava-Dingen. Dass ich nicht einfach runtergehen kann, ist ein bisschen dumm. Finde ich jedenfalls. Dass ich immer halt die Leiter runterrutschen muss. Aber okay. Könnte schlimmer sein. Wieso? Das war doch gar nicht so schlecht. Ich habe noch 4 Tränke. Man kann auch alle schlecht reden. Ah, und hier ist das Lava-Ding. So, wir können auch gleich runterlaufen, um uns die Kiste zu schnappen. Könnte der Bomber aus den Lavabecken? Kommst du da raus? Oh lol! Ich kann mit dem Zauber auch das hier abkühlen. Das ist ja voll geil. Das feiere ich. Okay, hier ist abgekühlt. Hier ist es noch hot. Ah, und wir kommen direkt zur Tür. Power looks tough. I'll make it regret facing us. This one's got some tea. Come on, do this. Der macht großes Aua. Ich muss hier weg. Ansonsten killt er mich.
Das Ding gibt auch zwei Anima-Splitter. Sehr schön. Ah ja, komm. Der Trick wird langsam alt. Sehr alt. We're pretty high up, aren't we? We must be near the top. Kann gut sein. Da ist auch ein Safe-Kristall. Was das da hinten ist, das weiß ich nicht so recht. Vielleicht kommt da schon der Boss. Wir sind wie so ziemlich am Ende der Folge. Ich nutze mal den Speicherkristall hier aus. Tu grad mich upgraden. Ich habe 3 Punkte. Erhöht den zugefügten nicht-elementaren Willensschaden. Erhöht den zugefügten nicht... Warum nicht elementar? Erhöht den zugefügten Schaden der nächsten Fähigkeit. Wenn durch diesen Angriff die LP der Gegner auf 0 gesetzt oder der Wille gebrochen wird, richtest du sie mit Seelenbrecher. Okay. Dunkelritter. Das ist ein Job, der mich sehr interessiert, von Namen her. Schwarzhund, verbraucht LP und bei Angriffen zusätzlich Dunkel... Okay, verbraucht LP finde ich nicht so gut. Man braucht Berserker, Krieger, Schwarzmagier. Berserker fehlt uns noch. Womit kann man Berserker freischalten? Dragoon, Berserker. Man braucht Marodeur. Und was braucht man noch? Ah, den ich schon habe. Okay, alles klar, Leute. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.